Yo guys, what up, the Blue Gangster hier, nach 10.000 gefühlten Jahren, wieder back, wegen Lydia. Ich wollte nur ein bisschen labern, weil voll viele gemeint haben, die wäre broken und so. Eigentlich genau dasselbe wie mit Kunimitsu, aber sie ist halt anders. Ich werde englische Translation unten in den Subtitles haben. Ja, dann ist es übersetzt soweit, aber das mache ich jetzt auf Deutsch. Weil ich glaube, englische Tutorials dafür gibt es schon genug. Obwohl das eigentlich kein Tutorial ist, sondern eher eine Meinung zu dem Charakter. Lydia macht Spaß. Sie ist vor allem, weil sie anders ist. Sie ist kein Tekken. Aber sie ist auch nicht dieses nur 2D oder Projectiles Meter Ding. Komplett anders. Die sieht fast schon nach Virtual Fighter aus. Oder vielleicht ein bisschen DOA, so Hitomi, vor allem sowas hier, aber wegen Karate-Style natürlich. Ja, viele sagen, sie ist broken, aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil sie hat sehr viele Lags. Und zwar hat sie Tools, die sie im Neutral braucht, die hat sie aber nur in der Stance. Sowas wie, sowas hier, wie so, ja, wie Kazumis FF3 war das, glaube ich, oder FF4, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube FF4, kann sie nur durch die Stance und, entweder man geht manuell rein, man hat, vier Stück insgesamt, man geht manuell rein, zwei kommt man direkt rein, in die anderen zwei kommt man jeweils dann nur nach einer zweiten Transition, also sowas hier oder sowas hier, ja. Durch die erste kommt man gar nicht erst in die zweite. Und dann sagen die, boah, Guard Break OP. Ja, aber dafür musst du erstmal in die Stance hier reinkommen. Und dann ist es noch ein High. Also, wenn du dich davon treffen lässt, dann selber schuld. Das ist auf gar keinen Fall OP. Das ist Schwachsinn. Es ist überhaupt nicht mit Vakuumram zum Beispiel zu vergleichen. Der hat es ultra easy. Hier musst du damit erstmal durchkommen. Und ihre Moves, mit denen sie in die Stance geht, sind nur drei Stück. Down Forward 2 on Hit, vor allem nur on Hit. Nicht on Whiff oder on Block. Ihr Hopkick. Down Forward 2, ihr Hopkick. Und 1-2-2. Das ist die beste, finde ich, weil es ihr I10 ist und dann habt ihr direkt hier Stance Ding. Ich will runtergehen, weil da ich finde die Musik da unten besser. Ja, und das ist eigentlich auch das Problem. Man kann nicht selbst entscheiden, wie man in welche Stance reinkommt. Man kann sie auch nicht canceln. Sobald ein Hopkick trifft, seid ihr automatisch in der Stance drin. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist noch in die zweite zu gehen. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt gegen meinen Opponent 1-2-2 mache und dann in die zweite Stance reingehe, ich gebe den so eine große Lücke, der könnte mir da sonst was reinhauen. Und mehr hat die nicht. Die hat nur ihre Stance Options und ihre, also was ich zum Beispiel gut an ihr finde, was sie im Neutral hat, ist ihr FF3. Weil das hier dient nicht nur als Whiff Punish Launcher, sondern auch als Oki teilweise. Also wenn ihr den Gegner irgendwie Crumble State habt, Counted, irgendwas auf dem Boden gerade will wegrollen oder so, dann haut es den noch, gibt euch noch Flip. Das ist okay. Ihre Punisher an sich sind gut. Wenigstens hat sie die Möglichkeit, hier so aus der Stance rauszugehen. Ich meine, man kann zwar hier auf verarscht machen, aber wenigstens kann sie hier raus. Also ihre Punisher sind ultra gut, weil 1-2-2 ist 1-2-2 ist 10, Back 2-1 ist 11, Forward 2-4 ist 12, Back 1-2 ist 13 und der ist dann plus 5, lässt euch aber in Force Crouch oder ihr macht Down Forward 1-2 und seid dann plus 8 ohne Force Crouch. Dann 14 und das ist legit Punish. Da geht alles durch. Ja.
und dann 15 ihr Hopkick. So, von 10 bis 15 komplett durch. Und mit Wild Standing genau das gleiche. Wild Standing 4-2 ist 11. Dann hat sie Full Crouch 1 plus 2 war das, glaube ich, ist 12. Dann war, glaube ich, ihr, ja genau, Wild Standing 1-4 war ihr 13er. Wild Standing 3-2 war ihr 14er. Und Wild Standing 2 ist ihr 15er, wobei ihr da auch Hopkick machen könnt. Also, Punisher-mäßig hat sie alles. Hat sie wirklich alles. Und auch richtig gut. Und dann hat sie halt noch diesen Stuff von wegen hier. Das ist halt. Das bricht nicht wirklich die. Das bricht nicht wirklich die Verteidigung. Sondern ich mach mal auf. Ja, nein, das ist egal. Anzeige. Ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Also, warum das hier ein Guardbreak ist, ist, weil man plus 14 ist. Man ist plus 14 und dann kann man auch einen 14er Move raushauen. So, der geht dann durch. Von 14 runter. 13, 12, 11, 10, egal. So, das gleiche hat sie. Das gleiche hat sie Stand. Ich brauche Counter-Hit. Ja. Hier. Auch 14. Na komm. Ja, das geht dann alles durch. So, aber das muss erstmal treffen. Das hier muss auf Counter-Hit treffen. Und zwar nur der zweite, ja? Man kann nicht beide machen, weil sonst kommt dieser Stun dabei nicht raus, diese Stun-Animation. Und für den hier müsst ihr zwei Stances durchgehen. Ich meine, sie hat noch Sidestep-Moves, die sind okay. Aber im Neutral hat die nichts großartig. Die hat jetzt abgesehen, also hier, Rage Art, Rage Drive, ja. Der zweite Rage Drive, also da muss man schon richtig. Dafür muss man schon richtig was geleistet haben. Dafür muss man schon richtig was geleistet haben. Weil ich meine, das haut man nicht einfach so raus, sondern in einem bestimmten Setup. So, dann hat sie hier Stance-Attacken, hier die Transition, da eine manuelle Stance, hier die Stance-Attacken. Ja, ihre Parries, wobei die sind nicht so krass, wie man dachte. Es gibt einen für Low Kick Parry und eins für Standing Right Punch Parry. Also, Leroy ist die auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es gibt viele Charaktere, die nicht bekannt sind für ihre Parry und trotzdem eine bessere haben als sie. Ja, und dann hat sie hier noch so gimmicky Stuff wie das hier. Hier, davon kriegt man nichts, weil man ist minus 7. Da kriegt man nicht wirklich Oki oder so. Das hier ist zwar plus 1, aber das ist so linear, man kann das so leicht steppen. Ihr Power Crush ist gut. Und ja, und hier kriegt man noch ein FF3, das ist noch okay. So, und dann nochmal ihre Pokes, ihre Punisher, ihre Combo Ender. Und dann hat sie noch eine Standard-Transition, die zeige ich euch gleich. Den Move muss ich mir merken. Der ist noch gut. Da hat sie eine Standard-Transition. Hier, was ist das großartig? Ja, Combo Ender, Wild Running. Ihre Wild Standings, die ich alle gezeigt habe. Ihre Sidesteps, die ich gezeigt habe. Hier hat sie noch ein Down-2, das ultra langsam ist und eine übertriebene Recovery hat, das ist echt nicht witzig. Ein Taunt, ihr 10er Hit und ihre Throws. Und ihre Throws sind auch scheiße. So, man kriegt zwar einen Wall-Hit, aber wenn keine Wall da ist, gelitten. So, man kann Two-Throw machen, aber man hat hier auch nicht wirklich krasse Oki, so ein Poke vielleicht oder so. Also, man hat ja gerade gesehen, die hat eigentlich nicht so viel und dann hat sie ihre Standard-Transition. Ich mache jetzt mal alles wieder auf Standard. Da hat sie ihre Standard-Transition. Ja. Dieser Move hier, Down Forward 2 into Stance, der ist so inkonsistent. Also man droppt so oft Combos wegen den.
Ja, man muss den in manchen Situationen sogar mashen, dass der rechtzeitig rauskommt. Das Problem ist aber, dass die Hitbox nicht tief genug ist, so dass sie eigentlich gecatcht, der Gegner eigentlich gecatcht wird. Also, alles in allem macht sie zwar Spaß, ist cool, dass sie mal was ganz Neues ist, weil man mal endlich was anderes hat. Ja, sie ist kein Leroy, sie ist keine Leo, kein Jin, die ist komplett was Eigenes. Und müsste ich sie in eine Tierlist packen, dann würde ich sagen ungefähr B-Tier. Es geht bis D, von S bis D, sie ist ungefähr im B-Tier. Wenn man denkt sich so, ich weiß nicht, aber wartet ab, bis man sich an sie gewöhnt. Ich finde, dann ist die gar nicht mehr so krass. Ich meine, Nie hat schon gepostet, es gibt einen universellen Weg, wie man alle ihre Mix-Ups cancelt. Also ihre Stance-Mix-Ups. Man macht einfach Jump nach hinten und dann den hier oder irgendein Wild Standing und fertig. So kann sie nichts dagegen machen. Dann habt ihr schon alles abgedeckt, was ihre Stances angeht und welche Optionen sie da hat. Also, das ist gar nicht so krass. Ich finde, Kunimitsu ist auf jeden Fall der stärkere Charakter, was das angeht. So, man ist sich das vielleicht noch nicht bewusst, weil man sie nicht kennt, weil sie noch fremd ist, dies, das, bla bla bla. Aber so broken, wie man über sie gelabert hat, und sie ist viel zu krass, das stimmt alles nicht. Das ist Schwachsinn. Das ist kompletter Schwachsinn. Vor allem, ihr müsst überlegen, sie braucht Moves, um in Stance reinzukommen, weil manuell in Stance reinzugehen ist Schwachsinn. Und von den Safe-Moves, die sie hat, die man im Neutral benutzen kann, hat sie vielleicht so 4-5 Sachen. So, wie spielt man jetzt mit ihr im Neutral? Geht nicht. Also so wie ich das. Ich spiele sie jetzt nur so seit einem Tag vielleicht. Sehen wir das mal anders, wenn wir einen Pro-Player haben, der sie benutzt. Aber so wie ich das sehe. So wie ich das sehe. Ist sie überhaupt nicht der. Vor allem, weil ihr Downforward 1 ist der größte Dreck. Sie ist nicht der Pressure-Charakter, nicht der offensive Charakter. Das, was ihr mit ihr macht, das, was ihr mit ihr macht, ist zu chillen und zu whiff-punishen. Und wenn ihr mal rein müsst, dann für 50-50, um den Gegner zu verwirren. So von wegen, Scheiße, von wo kommt der jetzt? Aber ansonsten seid ihr hinten und wartet auf die richtigen Momente, um den Gegner wegzuhauen. Dafür ist der Charakter gemacht. Und sie hat auch nur wenig Tools in diesem Bereich so. Deswegen, ich würde die niemals als sehr guten Charakter sehen. Sie macht Spaß, sie ist anders, sie ist cool, aber sie ist nicht gut, sie ist nicht broken. Wartet ab, bis man erfährt, was für ein Charakter das eigentlich ist. Sobald jeder weiß, wie man mit ihren 50-50s, mit ihren Mix-Ups klarkommt und dass sie eigentlich nur ein Whiff-Punish-Charakter ist mit Mix-Up-Stances, damit der Gegner raten muss, weil das ist Tekken 7. Es geht nicht mehr um Movement, es geht um wer rät richtig und wer drückt schneller. Und genau dafür ist sie gemacht.